hier an Bord des Katamaran. Da fährt aus dem Hafen raus, da ist der Richtsturm rausgefahren. Und das Wetter ist einfach wechselhaft. Mal scheint die Sonne, dann regnet, dann ist es bewölkt und dann ist blauer Himmel. Also im Moment können wir die ganze Geschichte hier noch nicht einschätzen. Wasser haben wir noch gar nicht berührt, aber da kommen wir noch zu, da haben wir noch Zeit reichlich. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so ganz so stark, wir haben ein Außenmikrofon dran, das filtert normalerweise ganz gut. So, zur anderen Seite rüber schwenken. Von Mahé weiß ich jetzt nicht, wo es hingeht. Da hat das auch, glaube ich, der Captain nicht weiter angesagt. Da müssen wir uns einfach drauf verlassen. Da wird jetzt schon die entsprechenden Stellen anfahren, wo wir schnorcheln können, tauchen, was wir nehmen vor. Ganz kurzer Schwing. Die Person jetzt nicht so aufnehmen. Die Sambisti endet uns die. Hier vorne ist die Raucherecke. Solange da einer meckert, denke ich mal. Vielleicht bringt man einen. Ja, hier oben ist der Kapitän. Das Ganze nennt sich hier Leopard 44. Da gibt es so einige Katamarane von. Im Moment habe ich noch kein Vertrauen. Es ist etwas Seegang, um hier auf der Reling entlang zu laufen. Aber werden wir sicher noch machen. So, hier sehen wir dann den Captain bei der Arbeit. Muss man sich auf dem Katamaran vielleicht so ein bisschen vortasten. Mal sehen, was ich hinkriege mit Festhalten. Könnte das eigentlich funktionieren? Die Segel sind keine gesetzt, läuft alles mit Motor. Wind wäre eigentlich genug da. Ja, das ist mal interessant, hier sind so die Inseln, einzelnen. Die wo wirklich auch teilweise gar nicht bewohnt sind. Alles super grün. Das heißt, hier wird auch schon immer mit Regen zu rechnen sein. Sonst ginge das nicht. Aber damit kann man leben. Mal wenn wir 27, 30 Grad sind. Also kein großes Problem. Vorne.
den Fachausdruck gar nicht dafür, was vorne bedeutet. 800 Liftus. Aber da bin ich mal mit. Hier sehe ich auch, ist auch noch so ein Deck, da sind also auch entsprechend Sitzplätze. Da kann man sich auch aufhalten, wenn man will. Also ist schon reichlich Platz. Wir sind hier mit 8 Touristen, also überhaupt gar kein Problem. In den Kabinen hält man sich auch wahrscheinlich nicht so lange auf. Zum Duschen, Waschen, Schlafen reicht das da. Ist allerdings nicht vergleichbar mit irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen. Die sind schon luxuriöser. Aber dafür hat man hier einen direkten Kontakt zum Wasser. Das ist schon ein Vorteil. So, jetzt kommen wir mal nach hinten, also Achtern. Scheint so der Lieblingsplatz der meisten Gäste zu sein. So, und jetzt wartet er schon hier. Werde ich mir jetzt erstmal genehmigen. So, Steuerrad. Ruder ist auf Automatik gestellt, so wie ich das sehe. Aber auch der Kapitän ja nichts machen. Schon modern, diese Dinger. Keine Frage. So, ich habe mich jetzt mal hier rechts vorne hingesetzt. Hier nach vorne geht's nicht. Dann kann man sehr schön sehen, wie diese Inseln zufährt oder an den Inseln vorbei. Die sieht zum Beispiel völlig unbewohnt aus. Und ohne so eine Katamaranfahrt kommt man gar nicht zu sehen. Da hast du gar keine Chance, da hinzukommen. Man sieht ja in der Ferne, da ist ein riesiger Wellengang da hinten. Und erstaunlich. Jetzt bei dem Wetter schwimmen kann, habe ich noch meine Bedenken. Ganz schöner Wellengang. Aber interessant, die Felsmassive, die Steine, die da hinten liegen. Wunderschöne Insel.
ansteuert. So, da jede Menge Palmen. Wunderschön. Ja, das Aussicht fährt da auch direkt darauf zu. Ja, das ist eine wunderbare Insel mit großen Granitfelsen. Sieht ja ganz toll aus. Ja, und die haben wir praktisch auch Halt gemacht, um zu schnorcheln. Das kann man da hinten, wo der helle Bereich ist, muss man wohl von hier aus dann mal so langsam rüberschwimmen. Boah, das ist ein ganz schönes Stückchen. Lieber Mann. Fantastisch aus hier. Ja, die Musik. Mal sehen, dass wir die nachher loswerden, beziehungsweise wenn das Video verarbeitet wird. Are you feeling super lucky? Make Tuesday your day with Super Salotto. Win big cash prizes and increase your chances by playing all 5 grids at only 25 rupees per grid. Win anything from 50 rupees all the way to a fantastic jackpot starting from 250,000 rupees or more. For more information, visit us at Artie Chambers, room 206. Available at your local retail outlets. KDJ Super Salotto, your ticket to dream. Kannst du auch ranzoomen, brauchst du nicht hier hinkommen. Hast du auch wieder recht. Kannst du ruhig wackeln, da fängt das auf. So, das sind hier Nachtaufnahmen. Wir sind immer noch vor Mahé. Es ist praktisch dunkel. Im Hintergrund Berge, Wolkenwagen. Hier links liegen so einige Katamarane und wir bleiben auch heute Nacht mit dem Katamaran hier draußen vor Mahé vor Anker. Schon eine gespenstische Kulisse irgendwie. Hier im Hintergrund. Den Hafen. Thank you.
ja, ich habe jetzt so gegessen, gesessen, erzählt. Jetzt warten wir eigentlich auf Abendessen. Das gibt es um 7 Uhr, also in gut einer halben Stunde. So, das sind noch mal ein paar Nachtaufnahmen vor der Küste von Mahé. Hier liegen so zwei Katamarane, die hier übernachten werden. Praktisch mit uns zusammen. See ist relativ ruhig, geht so ein bisschen Wind, aber man sieht ja auch keinen besonders starker Wellengang. Lässt sich untertragen. So, hier muss man ganz schön aufpassen, wie man hier rumläuft. Das ist dermaßen wackelig. Und gerade fehlt die Sonne hier hin. Ich glaube, ich muss hier weg. Nichts ist wichtig. Sonne ist nicht wichtig, Regen ist nicht wichtig. Regen? Auch nicht wichtig. Nee, nee, aber zu viel Sonne ist auch nicht richtig. Hier kann man auch nichts recht machen, ne? Also, ja, wechseln das Wetter alle paar Stunden, ne? Ja, alle paar Minuten. So, dann wollen wir mal gucken, nachher mal so richtig ausgiebig schwimmen und schnorcheln. Hoffen, dass uns kein Hai im Arsch passt. Ja, schon nur den Kindern.
dran ist.
besonders gut geblendet hier. Thank you.
ich will. Nein. Okay. Okay, schlecht nicht schlafen. Naja. Thank you.
Thermalaffe hier. Diese Zeichen links. Da ist immer die Cola, die kann ich nicht mehr. Die Cola gar nicht mehr. Die haben wir auch nicht mehr. Ja. Da läuft gerade noch, ne? Ach so. Na ja. Das ist doch 14, das lässt sich gehen, oder was? Ja, das sind Badebuchten, da kann man ja nur von träumen. Die werden wir jetzt noch anfahren. Da zieh dich mal an. Ja. Bring mal die Kamera mit an die unter Wasser. Thank you.
Ja, hier liegen wir jetzt vor Anker und dann geht's auch zum Schwimmen, Schnorcheln, wie man will. Mal sehen, ob wir ein paar Fische unter Wasser aufnehmen können. Wenn nicht, ist auch ein bisschen tragisch. Wetter wird, ist heiter. Temperatur 28 Grad. So ganz genau kann man es nicht sagen durch den Wind. Aber alles sehr angenehm bis jetzt. Ja, ich höre dich. Und Temperatur? Ja, gut. Angenehm. Ja, türkisfarbenes Wasser, wie man sich das so vorstellt. Strand, türkises Wasser und eben ganz wenig Leute. Palmen. Das ist alles ideal. Oh, schön, komm.
munteres Hefefüttern, ganz schöne Brocken. Guck an. Schmatz, schmatz. Sieht aus wie eine Plötzchen oder so. Na, schade. Ja, viele sind es nicht. Nee, gibt's immer mehr. So schnell wie die gekommen sind, sind die ja wieder weg. Ja, da ist unser Kapitän da hinten in dem Rettungsboot. Er verlässt das sinkende Schiff. Da holt Crash-Eis oder Eis. Eiswurf. Also der besorgt irgendwie Nahrungsmittel oder ähnliches. Wahrscheinlich.
hier die Raucherecke am Schiff. Also ganz außen. Ja, das war ein wunderbares Motiv hier. Ja, ist mit drauf. Ich nehme das da auf, was du sagst. Also mir weiß ja keiner, was es war. Einfach malerisch aus hier, die Granitfelsen, Fahrt mit den Palmen, direkt an der Küste. Ein unglaubliche Fotomotiv.
natürlich. Araber. Leute mit unglaublich viel Geld. Aber wie kommen die darauf? Keine Straße hoch oder ein Hubschrauber. Thank you.
fährt er da rein? Du musst hier hochkommen und das Ding da weglegen. Guck's dir lieber an, als zu versuchen zu fotografieren. Da, schwach mal. Da war noch einer, da siehst du aber kaum. Da ist wieder einer, da guckt ein Flossen vor. Da gibt's jetzt
auch so feinst im Namen. Ist doch besser. Es sind noch mal so einige Seychellen-Inseln. Wir fahren gerade mit dem Katamaran von Ladik Richtung unbekannt. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht fahren wir einen schönen Strand an. Und irgendwann werden wir heute wieder nach Ladik kommen und dort unser Hotel für 4 oder 5 Nächte ziehen. Also, aber jetzt geht es erstmal hier Richtung Seychellen und Seen. Ja, egal, noch aufnehmen. So, eine Insel mit einem traumhaften Strand. Auf der linken Seite, da wird man baden können. Ansonsten sieht man nur dicke Granitfelsen, diese getroffen. Zwischen Palmen. Ja, die Temperatur auf den Seychellen ist relativ gleichbleibend. Ich schätze zwar immer so je nach Wetter zwischen 27 und 30 Grad, aber dadurch, dass wir jetzt praktisch für 6 Tage auf See sind oder noch sein werden, merke ich den Wind gar nichts. Relativ hohen Temperaturen. Das ist einfach gut zu ertragen. Ich denke mal, dass wir jetzt den Strand hier anfahren. Und hier mal ein bisschen ranzoomen. Ne? Da gibt es schon einige Schiffe, Katamarane. Das ist auch so eine Trauminsel. Ich kann nur mit einer Hand aufnehmen, mit der anderen muss man sich festhalten, sonst fällt man vom Hocker, sozusagen. Jetzt wird ein Seegang, eben wieder Seegang. Thank you.
So, das ist ein Strand, da kann man nur von träumen, das ist ja unglaublich. Diese Farbe da, als ob da einer Türkis reingeschmissen hat. Unglaublich. Zwei Leutchen sehe ich da, drei. Genau. Das sind die Bilder einfach mal auf uns wirken. Brauchen wir ja nicht viel kommentieren. Was habe ich vor der Linse? Öl? Auge.
mal, wie das heißt. Aber das ist der Wahnsinn. Die Farbe von dem Wasser, das ist so dermaßen schön. So habe ich das, glaube ich, auch noch nicht gesehen, selbst in der Karibik nicht. Es ist 4:06. Es wird wohl nicht mehr so sehr lange dauern, bis hier die Sonne auf den Seychellen untergeht. Nochmal ein paar Aufnahmen vom Sonnenuntergang. Das heißt, noch ist es nicht so weit. Guck mal eben rüber. Ist zwar nicht zu erkennen, weil jetzt die Sonne da blendet, ne? Aber so war es ja gedacht. Das macht überhaupt nichts. So war es ja gedacht. Muss nicht zu den Schrubber da mit drauf haben. Das ist auch nicht schön. Und ziemlich weit auf. Hast du denn so auch die... Das Schiff, drauf? Ja. Ja. So geht's? Ja. Aber ist wieder Musik mit drauf, ne? Ja, vielleicht kennt die ja keiner. Wenn, dann machen wir noch was anderes. Ach, komm mal her, du schöner Mann. Boah. Ich zieh dir gerade.
Warte schön. Mal, verarschen kann ich alleine. Komm her. Ja, ich meine, ja, kannst du mal weiter aufnehmen. Dann kommt ja mal ins Internet. Auf YouTube. Im Internet, ne? Ja, selbstverständlich. Möchtest du ganz groß rauskommen? Ich nicht. Nee, was haben wir schöne Männer. Oh, hier ist wieder sehr spaßig. Alles schon schön braun gebrannt. So ein Katamaran wird gegessen, morgens, abends, mittags. Nachmittags. Küche, nachmittags. Küche, Captain, Sekretärin, Co-Pilot. Reine macht das auch. Ja, alles. Jetzt wollen wir mal sehen, was es heute auf dem Tisch liegt hier. Fische hat er nicht gefangen. Ich hat dann einfach zwei Leinen ausgeschmissen, aber so und er. Das ist jetzt mal ein Schwenk über einen Teil der Seychelleninsel. Inseln. Gegen die Sonne. Aber meistens klappt das recht gut. Das ist ja eine malerische Insel, die habe ich glaube ich schon mal aufgenommen, aber wir fahren jetzt genau darauf zu und das sieht schon fantastisch aus, nach wie vor. Ja, müsstest dich da oben drauf stellen. Ja, aber wenn du schon mal im Bild bist, dann kannst du auch mit drauf. Hier vorne noch ein paar Delfine durchgehen. Ja, das wär's.
finde ich eine Unverschämtheit von den Delfinen. Von den Delfinen? Ja. So, hier sind jetzt die Segel gesetzt. Und ist etwas böig, eigentlich relativ flacher Wind. Im Verhältnis zu dem, was wir bisher gewohnt waren. Ja. Ja, warte mal. Schrauben nehmen wir. Ich bin sofort fertig. Die nächste Insel. Das ist so schön gemacht. Schwarzer Granitfelsen. Weißer Strand, an dem sich tatsächlich keiner aufhält. Das sind alles so Bilderbuchinseln. Ich habe noch den weißen Katalog abgedruckt. Felicity Island. Und dann können wir mal zum Strand rüber schwimmen. Schnorcheln oder eben auch einfach nur schwimmen. So, jetzt haben wir den auch im Hintergrund. Zu schnorcheln? Ja, auch zu schnorcheln. Ja, okay. So, auch du hast schon was erzählt, ne? Ja, gut, du kannst trotzdem deine Version angeben. Felicity Island. Wie heißt das? Jemals. Ja, wunderbares Wetter. Schönes Wind, Sonne. Wir können auch irgendwie an den Strand wollen. Okay. Na dann. Und deren Füße sind wohl interessanter als meine. Thank you.
immer wieder schön. Was ist eigentlich eine Blüte? Eine Bad. Aber wenn kein... Der wollte beißen, hast du gesehen? Und ein Bad ist ein Budweiser. Bitte ein Bad. Das ist hier Coco Island. Interessant. Da liegt eigentlich eine Felsformation mit Palmen. Zwei oder drei Palmen. Wieder welche hier Häuser zu bauen. Die Luke, ich weiß. Die Luke ist offen. Ja, ja, zurückgehen ist jetzt ja. Ich verstehe kein Wort. Da kannst du dich anlehnen. So, ja, Moment. Jetzt krieg ich die Insel aber nicht mit drauf mehr. Doch. Unser letzter Tag hier auf dem Kahn. Dann geht's nach Ladik ins Hotel. So, noch mal ganz kurz hier. Coco Island. Felsenpalmen. So, der Himmel ist wieder blau. Das geht ja alles innerhalb von einer halben Stunde. Was mit dem Kleid? Ja, das schneiden wir raus dann. Das ist der Fels in der Brandung. Hier hinten. Ein bisschen näher drauf. Das ist Coco Island. Ich dachte, hinter uns. Naja, jedenfalls. Also, war das Coco Island? Das ist Coco Island. Leute, wie der kleine Felsmeister. Das hier ist Coco Island. Das sein. Ja, denke ich.
So, wir fahren gleich in den Hafen nach Ladik, wo wir dann über Nacht festmachen und morgen früh geht's von Bord. Eigentlich könnte ich noch einen Tag, aber... Deine Füße gar nicht drauf. Schlimm? Ich sage, ich habe deine Füße gar nicht drauf. Füße? Hm? Habe ich nicht drauf. Schlimm? Nein, kannst du aber da unten filmen. So, genug geguckt. Den hier? Ja. Ja. Kann ich gut, ne? Was? Das kann ich gut. Ja. Wenn du das nicht siehst. Sag mal was Schlaues. Ja, falls du den Posten siehst, ein bisschen ranwinkeln, dann kann der nicht der Punkt sein. Ich sehe den Pfosten nicht. Ja, das ist ein Fleischmann. Etwas ran. Und dann. So, dann ist Coco Island. Ja, was denn nur? Das da oder das da? Das ist ja nur der kleine Ableger. Ach so. Das war früher alles mal eine Insel. Letztes Jahr, oder was? Letztes Jahr? Letztes Jahr, dann haben sie sich getrennt. Dann sind sie auseinandergegangen. Schön, schön. So, wir sind hier im Hafen von Ladik auf den Seychellen. Mit einem Katamaran und warten darauf, dass wir abgeholt werden zu unserem Hotel. Dann werden wir wohl mit einem kleinen Boot, das da vorne liegt, rübersetzen zur Anlegestelle. Das sind die Chefs, der Boss, das ist die Dame, der Koch, kann ich auch sonst alles sehen. Jetzt wird der Anker gelegt.